Please come up to the podium and say something about yourself. Ich möchte nicht. Ich möchte lieber in Ihren Schrank gucken. Darf ich nicht. Fernseher anmachen darf ich auch nicht. We are waiting. Ja, ja, wartet ihr mal schön weiter. Okay, ich kann tatsächlich nichts anderes tun. Na gut, wir haben einen neuen Schüler und ich stelle mich vor. Hallo. Don't be silly. Come on. Tell us your name. We are waiting. Fine. Don't bother. Sit down if you have nothing to say for yourself. Children, carry on as you were. Du bist ja nett. Oh, das Buch. What is this? Breaking things on your first day. Ach so, da habe ich erst ab dem zweiten Tag. Das wusste ich nicht. Entschuldigung. You're going to regret that. Go to the corner. What? Nein. Chill mal. Are you listening to me? Oha, okay. I told you to sit in the corner. Okay. Story time, children. Kann ich aufstehen? Once upon a time, there was a woman who had three sons, the oldest of which was called One-Eyed, because he had only one eye in the middle of his forehead, and the middle, Two-Eyed, because he had two eyes like other people, and the youngest, Three-Eyed, because he had three eyes, with the third in the middle of his forehead. Because Two Eyes did not look any different than other human children, the brothers and the mother could not stand it. They said to him, "You and your two eyes are not better than us common people, and you do not belong to us." They pushed him around and gave him torn clothes and no more to eat than the scraps from their table. Wherever they could, they left him with heartbreak. Okay, da gibt es jetzt irgendwie keine Moral oder irgendwas? Ein Happy End? Nee, okay. Ich stehe mal auf. Okay, das war das Schulfoto in groß. Ist noch irgendjemand da? Bin ich jetzt der Einzige? Weil ich jetzt noch eine Stunde in der Ecke gesessen habe oder was? Lass mal Licht anmachen. Ist das Einhorn wieder. ABC, Elementary Book. Das ABC kann man hier lernen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas lernen würde in diesem, was auch immer das ist. Spiel gespeichert. Sonst irgendwie geändert. Ich habe immer noch ein A. Wenn ich John E. bin, ich bin John, aber ich weiß nicht, wie ich weiter heiße. John irgendwer. Australia is the sixth largest country in the world, located on the Australian continent, which is the smallest of all continents. The Australian continent was first discovered by... Well, oh, Entschuldigung. Look who decided to show up. John, as you don't need to be here and learn with the rest of the class, do you mind showing us where Australia is? Na klar. Da. Well, I guess you can teach the class. Klar. Next time, on time. Sit down. Weiß nicht, wo mein Platz ist. Ah, hier. Oh. John, I said sit down and stop interrupting my class. Ich hab mich Quiet! Hingesetzt. All right. Now that we're ready to continue, I will describe the next assignment. Everyone must join a group of three. We will be continuing the lesson in groups. Ja, das ist total die gute Idee. Okay, ich habe hier einen Test mit A. Kann ich irgendwie mal reden hier? Everyone must join a group of three. Ja, weiß ich doch. Go away. No one wants you here. Okay. No one wants to
Everyone must join a group of... Bad, John. Maybe next time you'll be on time and a little more lucky. Ach so, das lag jetzt daran, dass ich zu spät gekommen bin. Na klar. Das ist natürlich total logisch, das ist immer so. Okay, ich renne jetzt mal zur nächsten Klasse. Ich meckere die dann nicht mehr so. Ich bin pünktlich, hallo. John Evans. Okay, ich heiße Late Evans. Again. Sit down. Behind that door, a decision is being made, an important decision that may affect Jerry's whole future. How long do we have to wait for you to sit down? Ich weiß doch nicht, wo ich sitze. Entschuldigung. Children, carry on as you were. Ja, danke, danke. Das ist schön. Oh. Bin sofort wieder da. Einen Moment. So, Entschuldigung, das war meine liebreizende Frau Mutter. So, wir machen weiter. Ich kann weiter nicht aufstehen. Ah. Oh. Was sind die gemein? Let's see if anyone learned anything. John Evans, can you come up here and answer this question? Ja, so fühlt sich Schule manchmal an, vor allem wenn man an die Tafel muss. Gott. We're going to get you, John. Fünf ist die Antwort. Oh. Beautiful Mind. Okay, hallo Frau Lehrerin, sind wir fertig? Okay. Warte, ich will mich noch mal umschauen. Da ich eh immer zu spät komme, scheinbar gucke ich mich jetzt noch um hier. Ich will noch irgendwas finden. Irgendwas worth taking quasi. Das Buch bleibt auch liegen. Okay. Ich habe weiterhin eine 1. Natürlich. Ein Teddy. Teddy ist traurig. Kann ich meinen Walkman nicht mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Na, dann gehen wir mal raus und das nächste Schuljahr. Oh, oder? Wir gehen. Oh, da sind. Renn, John, renn. Okay. Ich meine, wenn das da steht, dann mache ich das mal. Ich weiß nicht warum und wieso und wovor und überhaupt. Also habe ich die Spinde gar nicht aufmachen können. Mann, oh. Das ist ein bisschen schade. Dinner time! Wir haben immer noch. Ne, wir haben 1978 jetzt, okay. John, sit down. Ja, hinsetzen. Weiß ich, wo mein Platz ist. Hier? John, I asked you to sit down. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo ich sitze. Blöd. Ich kenne meinen Platz doch nicht. John, I asked you to sit down. Ach, hier. Ach so, natürlich. Entschuldigung. Okay. Ich kann nicht essen. You're so stupid. Oh.
happened here? What is the meaning of this mess? You should stay out of trouble, John. Go upstairs and clean yourself up. Ja, natürlich. Das ist genau die richtige Reaktion, wie man darauf reagieren sollte. Hallo, Teddy. Gut, dass du noch da bist. Auf dich warten. Komm, ich warte auf dich. Wollen wir alles anzünden, Teddy? Wollen wir das machen? Da muss ich hin? Okay. Children must follow the rules for behavior in the bathroom. Rule number one, do not play or run in the bathroom. Rule number two, do not shout or scream. Rule number three, wash your hands after every visit to the bathroom. Das sind andere Regeln, als hier draufstehen. Okay, soll ich also Zähne putzen, aufs Klo gehen und duschen? Aber ich soll mich eigentlich nur waschen. Kann ich aber gar nicht. Kann ich. Spiegel ist zu hoch, um ihn zu erreichen. Okay, alles klar. Da haben wir einen Tritt. Den nehmen wir mit. Ha, das reimt sich sogar. Eine Ente. Ente. Oh. Achso, da sind jetzt die Zahnbürsten, alles klar. Ich dachte, da wäre irgendwas Tolles drin. Okay, kann ich irgendwo sehen, was meine ist? Nee, irgendwie nicht. Ne? Nicht mal die da vielleicht. Ah, da steht Jack drauf, alles klar. Nee, die möchte ich. Nein, nein, nein! Ich wollte nicht Jacks Zahnbürste nehmen. Matthews auch nicht. Ach so, muss ich, okay. Jack verhöhnt mich. Matthew ist der Schlimmste von allen. Malcolm steht immer Schmiere. Zack lacht mich immer aus. Timmy macht mir Angst. Andy wird dich immer fangen. Shane verfolgt mich. Mike stinkt. Ist gut. Arthur vergisst nie. Sam flucht sehr oft. Billy ist der Älteste. Mark stellt mir ein Bein. Tony wird dich nie allein lassen. Das ist schlecht übersetzt von Never Leave You Alone, also von in Ruhe lassen. Ich glaube, das ist eher so gemeint. Barton denkt, er ist der Lustigste. Und da ist dann meine Zahnbürste. Okay. John. John wird von allen gemobbt, steht da links, würde ich sagen. Ich sehe nur allen gemobbt. John wird von allen gemobbt. Es fallen Zähne aus dem Waschbecken. Oh, ich habe aussehen direkt die richtige Tür. Nee, das war eine Tür. Okay, irgendwas mit Orphans steht da. Ich kann das Graffiti leider nicht richtig lesen. Okay, hier weint jemand auf der Toilette. Hier wieder drüber steigen. Er kann nur aufmachen, okay. Oh.
Ich könnte vielleicht auf die Toilette steigen und irgendwie mal drüber gucken, wer da weint. Ob ich das selbst bin quasi, oder? Dass jemand anders ist? Duschen geht natürlich auch nicht wirklich. Okay, kann ich gehen? Nein, die Tür ist verschlossen. Ah, okay. Zähne geputzt habe ich, muss die Toilette benutzen. Aber wie? Natürlich muss ich erst zumachen und verschließen. Alles klar, okay. Dann ist der Teddy da. Teddy? Nein, ist keiner da. Diese Toilette ist einfach nur zu. Die ist einfach nur zu. Oh Gott. Okay, jetzt war ich auf Toilette. Toll. Und ich war doch auf der mittleren Toilette, wo ich gar nicht in die reingegangen bin, glaube ich. Faszinierend. Okay, hier sind die Duschen. Licht anmachen oder so? Ne, ziemlich dunkel. Ja, ich weiß schon, wo ich hin muss. Ich wollte nur gucken, ob ich hier irgendwo irgendwas tun kann, aber nein. Okay. Okay. Hier ist meine Seife. Escape from here, run. Glaube ich, keine so schlechte Idee. Okay, Spiel gespeichert. Echt gern nochmal dahin. Und diese Spinde da aufzumachen, aber das geht nicht. Wir haben immer noch 1978. Okay, Entschuldigung. Ich kann nicht an ihnen vorbei. Danke. Okay. Was mit denen tun? Kann ich irgendwie... Nee. Wer ist das? Tony. Tony hat also einen Schnuller in seinem... neben seinem Bett. Der hat ein Messer, das ist... sehr, sehr gut. Das sollten Kinder auf jeden Fall in ihrem Nachtschränkchen haben. Hey, guck mal, das ist das Ding, was wir unten gesehen haben. Andrew. Hier ist Bill. Hey, die Lupe haben wir auch schon mal gesehen.
Das kann ich auch mal, das haben wir auch schon mal gesehen. Oh, da ist unser Sheriff-Stern. Ist das Dreirad, ein Kamin? Okay, dieses dieser Schlafsaal ist deutlich größer geworden. Habe ich das Gefühl zumindest. Wer ist das? Tim Simmons. Mach die untere auf. Okay. Das Bett steht hochkant. Das ist scheinbar nicht in Benutzung, aber man weiß ja nie. Okay. Dem Bett waren wir auch schon. Die Schere kann ich leider auch nicht nehmen. Ich kann mir die einmal angucken quasi. Und dann lege ich es wieder weg. Der hat auch eine Lupe in seinem Nachttisch. Okay, hier wohne ich. Hier ist noch Jack. Jack irgendwas hier in seinem Nachttisch. Die Kapitänsmütze. Ich war es in meinem Nachttisch, was mich interessiert. Klopapier, das ist sehr gut. Habe ich auch zu Hause im Nachttisch. Nee, habe ich gar nicht mehr, weil es das nirgendwo mehr gibt. Okay, da kann ich nichts rausnehmen. Ich kann den Wecker schalten. Ich weiß nicht, ob ein oder aus. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Okay, passiert nichts. Okay, das sind wahrscheinlich wir. Hier liegt noch ein Bild. Ich kann mich nicht ducken. Ne? Kann ich aber auch nichts mehr tun, okay. Hier der Wecker klingelt, das ist mein Zeichen, diese Aufnahmesession zu beenden. Es geht wahrscheinlich für euch direkt sofort weiter. Und falls nicht, falls ihr auch anders geschnitten habt, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder bei The Shattering. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen!